Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Walking Dead. Wenn sich jetzt jemand fragt, The Walking Dead ist doch schon vorbei. Ja, vorgestern, ich glaube am 5. lief die letzte Folge der letzten Staffel bzw. der letzten Episode von The Walking Dead. Das hier ist aber ein kleiner DLC, 400 Days. Er spielt 400 Tage nach dem Ausbruch, wenn ich mich nicht ganz irre. Heißt, so 13,5, 14 Monate später. Ist ein bisschen anders als das normale The Walking Dead. Man spielt nämlich hier Mini-Episoden. Man spielt 5 Charaktere. Man kann sich aussuchen, wen man wie spielen möchte, beziehungsweise auch in welcher Reihenfolge man spielen möchte. Soll zwar nicht sehr lang sein, dafür aber sehr gut. Ich bin gespannt, es ist ein Blind-Let's Play. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwarten wird. Es wird wahrscheinlich ähnlich sein wie The Walking Dead. Hat damit natürlich nicht sehr viel zu tun, nur das Setting halt. Und es sollen wohl Entscheidungen von The Walking Dead schon mit übertragen werden, dass hier gewisse Dinge anders sind. Kann ich nicht beurteilen, weil ich es halt das erste Mal spiele. Und weiß halt nicht, wie sich die Entscheidungen hier tatsächlich auswirken werden. Ich denke mal, ich werde es so machen, eine Episode, die man hier spielt, wird auch eine Folge sein. Die sollen immer so um die 30 Minuten gehen, circa. Also wahrscheinlich, wenn das immer eine halbe Stunde Folge. Ich werde natürlich meinen Spielstand mal laden, den letzten, den ich gemacht habe. Hier sieht man das, am 25.06.2013 habe ich das letzte Mal gespielt. Ich habe das nämlich immer schon gut im Voraus aufgenommen, weil ich das meistens ja in einem Rutsch gespielt habe. Wir gehen einfach auf Spielen. Wir kommen zu der letzten Episode. Die Zeit wird knapp. Die haben wir natürlich schon gesehen. Deswegen gehen wir direkt zum Spezial 400 Tage. Ich bin jetzt mal gespannt, ob da deutsche Untertitel mit bei sind. Das sollte eigentlich so sein. Und wir starten das Spiel. Und sehen einen Ladebildschirm. Und gleich müsste eigentlich, ich glaube, so eine Art Mini-Intro kommen. Erstmal für 400 Days. Ja, wie gesagt, die Entscheidungen werden übernommen. Geil, das ist schon mal geile Mucke. Aber ich glaube, hier ist noch alles in Ordnung. Hört sich zumindest so an. Oh ja. Ah ja, genau, das spielt auch alles hier in dem Diner. Das Diner ist so ein zentraler Anlaufpunkt für alle Leute. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Doch 400 Tage später sieht die Sache ganz anders aus. Okay, gas up now. Next rest stop, 45 miles. Diesel 1,98 und normal 2,09 $. Aber das ist ja nicht pro Liter, das ist glaube ich immer pro Gallone, das ist 3,75 Liter oder so. So, da ist eine Familie. Viele verschiedene... Das sieht scheiße aus. Aber die Mutter sah auch kacke aus, muss man mal dazu sagen. Alles klar, das ist die Tafel von den Leuten, die wir uns aussuchen können. Vince, Shell, Bonnie, Russell und Wyatt. Ich habe jetzt mal, keine Ahnung, wen nehmen wir denn als erstes? Ist das hier, spielen wir hier eine Olle oder spielen wir Shell? Was ist das für ein Name? Ach, ich würde sagen, wir spielen Bonnie. Wir fangen einfach von links nach rechts an. Oder fangen wir von rechts nach links an? Ich weiß es nicht. Nö, wir fangen von hier unten an. Wir spielen erst Wyatt, dann spielen wir ihn, so, so, und dann geht's weiter. So möchte ich das jetzt machen, so machen wir das jetzt. Also beginnt die Geschichte von Wyatt. Nach diesem Ladebildschirm. Tag 41. God, this is so fucked. Why the hell did you shoot that guy, man? What the hell was that? I didn't mean to do it. It just happened, okay? Where the fuck were you with a warning? Me? You're putting that on me now? I didn't see the guy either. I was too worried those dudes were gonna pull guns on us. Shit!
Dude, how'd they catch up to us? Who gives a shit? Just... Ich muss doch bestimmt gleich irgendwas machen, oder? Hurry up, buddy! Here, man, shoot! Okay. Get him, man! Lass mich schießen! Jesus. Komm, baller einfach! Ja, da hinten sehe ich ihn noch gar nicht. Schieß! Schieß, 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 einfach schießen. Ah, ich habe eigentlich ganz woanders hingeschossen. Holy shit, man, did you get him? Are they back there? Wyatt? Dude, are they there or not? Come on! Wyatt, talk words at me, man! I don't see anything. Are you sure? Those guys wouldn't just give up. I don't see anything. Here, I'll turn off. Na, war ja schon mal ein super Einstand. Verfolgt zu werden im Nebel, dann noch schießen. Das ist doch... Look on me, man. I'm not being an asshole. I'm being smart. No lights, no, you know, they can't see us. Christ, I taste blood in my mouth. I don't think it's mine. I can't see a damn thing out here. Man, this is so fucked. Crashing into a cow ain't gonna help anything. Oh, man. Shit! I should watch out for cows. Cows! Why didn't I think of that? When's the last time you saw a cow, dude? Okay, bad example, but you could still hit something, man. God, I can't believe we're in this shit. Don't barf just yet, okay? Please, this road is really straight. We'll be fine. At least slow down. What? Fuck no. Did you see that one guy's eyes, man? He is fucking gorked. I don't want that guy in my life, Wyatt. God, how did that go so wrong? Is that some kind of dig at me? No, man. Just say. Was ist denn schiefgegangen? I just... Why didn't they say anything? Guy's taking his shit over there. That's all they had to say. Did you mean to pull the trigger? I don't know. I was so keyed up, I just... Damn it. Look, Wyatt. All I know is those guys had me all... jacked up, like I was on speed or something. I was just on edge, you know? Then I was like watching that guy's brains come out of the back of his head. Sorry, man, I... Ah, die beiden haben anscheinend auch schon eine Menge durchgemacht. Thanks for getting us out, anyway. Okay. Irgendwas passiert doch bestimmt gleich. Ach, jetzt... I will punch your eyes. Jetzt kriegst du wieder Licht an, ne? Ja, ist klar. Jetzt kannst du wieder anmachen. See? It's fine. Road straight as my dick. Think we're in the clear? Probably fine. We don't even know where we are. Yes, we do. We're in the middle of the hills have eyes. The hills have eyes? The hills have lips. Oh. The hills have balls. The balls have eyes? Ja, der blutigen Augen. What the fuck are you talking about? Dude, leave me alone. It's been a long night. All right, let's Tom Cruise out of here. So, wirklich? Really? See if there's still any sticky in the glove box. Ach, jetzt wollen die hier erstmal kommen. When TJ got high and tried to put a pancake in the CD player? No. Nicht schlecht. Ach komm, wir gucken mal hier. Crack pipe. I don't see anything. Dude, it's in there. Look harder. I don't see it. What I do see is that ammo that you lost last week. Oh my god, really? But is there any weed? You know, one time I was going out with this girl, right? Abigail. You remember her? And she told me that when she was 5, I think, her dad took her to the circus sideshow. Think loading the gun is probably more important right this second. Thanks. Okay. Weird, but okay. Shit! Alter! Mann, ihr habt doch voll den Schaden. Holy shit, dude. Holy shit. Did you get a look? I think that was a guy. Wyatt, come on, man, say something. Was that a dude or not? What the fucking fog?
Ich hab so fucked, keine man. Ahnung. I don't know. It was too fast, man. Man, don't say that. You have to know. Dude, you have to. Warum muss ich das wissen? Du weißt es ja auch nicht. Let's see if there's anything around the car. You know, anything that'll like tell us one way or the other. That way we can just book. Ja, nee. But I'm not leaving if we hit a human being, man. Ist klar. I'm just not. Wir sollen jetzt hier aussteigen, das ja, passt schon. Man, don't roll it down broken. I can't see through the cracks. Look, it's fine, see? Dude, what's that on the broken side mirror? It's part of a shirt, I think. Yeah, but plenty of dead guys have shirts on. Keep looking. You think that blood on the windshield is fresh? Junge, scheiß doch drauf, ey. Is that the mirror from the car? Can't tell from here. What's that, way out in the road? Man, don't look at yourself. This is serious. I wasn't. Whatever, man. Keep looking. Yeah, ich... Man, I'm really not seeing Does anything. Does that blood look fresh to you? Yeah, but it's kind of dark. Yeah. Damn. Keine Ahnung, wir gucken hier noch einfach rein, vielleicht ist da jetzt was drin. Seriously, you think some piece of that guy made it into the glove box? Man, ja, I don't know. Look, Wyatt, it was a guy. Ja, ein toter Kerl. Sure. So yes. Oder so. How sure? Pretty fucking sure. Don't eat a burrito and get on a roller coaster, sure. Jesus. So what do we do? What do you mean, what do? We go out there. Go out there and what? Find the guy and help him. Who the hell are you tonight? If it's a guy. It's a guy. I saw him. Ich nicht. Come on, man. This is stupid. We go out there, we check it out, we get moving. Warum? Both of us? I mean, I don't know. Me? I hit the fucking guy. One of us should stay here, though, in case. Ja, super, ey. Warum müssen wir dann aussteigen? Er ist doch... Okay. Well... Shit, okay. Here, we'll rock, paper, scissors for it. Ha. Ha. Nicht schlecht. Na komm, dann spielen wir eine Runde. Fine. Okay, cool, good. This is good. We need to hurry up. You ready? Man, I can't believe I'm doing this shit. Dude, 2 seconds, it's over. Das musst du bestimmt auch noch aussuchen, oder? Sure. 1, 2, 3, go. Haha. Shit. Alright, alright. Okay. Alright. 1, 2, 3, go. I knew you'd pick rock. You always pick rock, dude. It's stupid. Gerade habe ich das Papier genommen, du Arschkeks. This is it. Schere, Stein, Papier, Spock. Das spielen wir jetzt. 1, 2, 3, mal gucken. Go. Damn it, I almost picked scissors, but I changed it at the last fucking second. Ja, ja, schon klar. Du musst gehen. Looks bye, like bye. It's me. Ich warte hier auf dich, mein Freund. Shit. Alright. So. Eddie! See anything out there? I can't see a goddamn thing. Alter, wie dicht ist denn bitte der Nebel? Wir sehen ihn ja auch nicht mehr. In case we need to get out of here quick. Alles klar. Jetzt Where'd you go, ich... idiot? Hey, Wyatt. I ate paint when I was a kid. Die. Where the hell do they go? This is the smallest hoopty in the world. Okay, ja, Moment, was hey, ist denn da oben? Maybe I can see better with that guy on. Ja, ist egal, wir müssen doch hier den Schlüssel erstmal suchen. Er ist da bestimmt hier drunter. Too dark to see. Ah, Junge, zu dunkel, was zu sehen, du hast eine Brille auf. Also jetzt mal I'm ohne Scheiß. Right here. Meine Güte, zu dunkel, um was zu sehen. Aha, jetzt, genau, jetzt können wir den Schlüssel sehen, weil wir draußen das Licht angemacht haben, ist schon klar. Oh. Fuck. Fuck.
Fuck, fuck, Kuh. Drück, Nuss. Alter. Zumachen. Und, drehen. Und, Junge. Junge. Weg, du kleiner Mongo. Was machst du denn da? Hol doch mal mit der Fresse. Hallo. Los, fahr. Hau den ersten Gang rein und gib Gummi, mein Freund. Fuck. Ja, was hätte ich denn jetzt tun sollen, bitte? Hätte ich jetzt zurückfahren müssen oder wie? Und dann sagen, oh, hey, die kommen mit. Ja, wahrscheinlich nicht. Ah, okay. Das war die erste Episode von The Walking Dead 400 Days, oder wie ich das verstehe. Alles klar, war relativ kurz. Und naja, so viel war jetzt da auch nicht so zu sagen. Ja, so viel war das jetzt eigentlich nicht. Sein Zettelchen ist weg, das heißt, ihn haben wir abgeschlossen. Damit beende ich auch diese Folge. Bis dahin. Hoffe ich natürlich, wir sehen uns auch in der nächsten Folge von Let's Play The Walking Dead 400 Days. Bis dahin, haut rein, Leute.